Dieses Video wird präsentiert von Asus. Daniel hier von Mobile Geeks auf der IFA 2016 und wir schauen uns das brandneue Medion Live X5520 an. Ein Smartphone, das für 300 Euro auf den Markt kommen wird. Und für den Preis bietet es eine ordentliche Ausstattung. Und die schauen wir uns jetzt an. Wir haben ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display. Das ist ein IPS-Panel mit ziemlich guten Blickwinkeln. Es könnte allerdings etwas heller sein. Hier auf der Messe finde ich es dann doch ein bisschen zu dunkel. In der Sonne wird es dann noch ein bisschen schwieriger. Aber könnte auch nur ein noch nicht finales Gerät sein. Ansonsten 2,5D-Glas auf der Front. Das heißt, ihr habt hier das Glas so ein bisschen abgerundet. Sieht ein bisschen schick aus, aber man spürt es mit den Händen nicht so sehr, weil es hier noch eine Plastikkante drumherum geht. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität her recht ordentlich. Wir haben hier ein Aluminiumgehäuse. Ihr seht es, das geht einmal komplett drum, bis auf oben und unten, wo die Antennen sind. Dort haben wir dann Plastikabdeckung für die Antennen. Ansonsten an Anschlüssen haben wir hier einmal einen Speichererweiterungsslot sowie den Slot für die SIM-Karte. 2-in-1 kombiniert sozusagen. Unten ein Lautsprecher, ein Mikrofon sowie ein Micro-USB-Anschluss. Und auf der rechten Seite die typischen Tasten für Lautstärke sowie natürlich den An- und Ausgang. Auf der Oberseite 3,5 mm Kopfhörerausgang. Ein zweites Mikrofon gibt es hier hinten für die Geräuschunterdrückung. Und hinten haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus und doppeltem LED-Blitz. Und dazu gibt es auch einen schicken Fingerabdrucksensor, der aber soweit ich weiß, keine weiteren Funktionen hat. Das heißt, er entsperrt auch nur das Gerät. Von der Performance her sind wir hier in einem relativ ordentlichen Bereich. Das ist der Qualcomm Snapdragon 430 Prozessor. Der ist ein Octa-Core. Und die Taktrate wird hier leider nicht angegeben. Doch, 1,4 GHz und 1,1 GHz jeweils für die vier unterschiedlichen Kerne. Ansonsten 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist sehr ordentlich. Multitasking sollte damit also wirklich kein Problem sein. Der Wechsel zwischen den Apps und das läuft hier gut. Sind nur drei Orten, auch relativ flüssig. 64 GB Speicher sind übrigens eingebaut. Das ist auch sehr ordentlich für den Preis. Ihr seht, ihr bekommt einiges an Ausstattung da geboten. Und das Gerät läuft mit der Android 6.0 Marshmallow Version. Ob ein Update auf 7.0 Nougat kommt, das ist noch so ein bisschen die Frage. Aber das Schöne ist, die Oberfläche ist soweit kaum angetastet worden. Das heißt, alles ist Stock Android und dadurch läuft es halt einfach deutlich flüssiger als manche Geräte, die halt noch irgendwelche Benutzeroberflächen oben drauf haben. Ja, wie gesagt, startet bei 300 Euro. Zum Akku ist noch zu sagen 3000 mAh. Das ist auch sehr ordentlich. Also wie gesagt, für 300 Euro kann man da eigentlich nicht meckern. Ist ein tolles Angebot und das gibt es dann auch demnächst zu kaufen. Das ist also das Medion Live X5520. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns hier mal mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten abonniert den Kanal, um weitere Videos von der IFA nicht zu verpassen. Den Daniel von Mobile Geeks, vielen Dank fürs Zusehen.